Einen schönen guten Abend, meine lieben Freunde, zu Drago Versus. Und diesmal mit dem lieben Tobias, der sich gegen mein Team versucht zu behaupten. Er hat ein Voltula, ein Donphan, ein Porygon 2, ein Xerox, ein Dragoran und natürlich ein Flampivian. Gegen mein Chillabell Gengar, mein Viscogon, mein Phoenixes, ein Azumarill, was inzwischen schon echt oft da war, und mein Forsaka. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Klick. Sodala. Zum Anfang. Ich dachte, Tobias fängt mit Voltula an. Und dementsprechend bin ich mit Chillabell rausgekommen, da Chillabell Voltula definitiv outspeeden würde und der Fokusgurt auf Voltula da auch nichts bringen würde. So, er hat aber das scheinbar schon predicted und hat Flampivian gesetzt. Ist schneller als ich. Was ich auch nicht unbedingt gewusst habe. Ich wusste nicht, dass das Ding so schnell ist. Auf jeden Fall hat das mit Kehrtwende ausgewechselt. Hat mir einen Haufen Schaden gemacht, was noch ein Volltreffer dazu war. Und jetzt ist natürlich mein Felswurf bei einem Xerox, ja, nicht so effektiv, sage ich jetzt mal. Also es wird definitiv weniger als die Hälfte abziehen, auch wenn jetzt hier ein Volltreffer dabei war. Es müssten schon alle Volltreffer sein, aber das ist nicht der Fall. Ja, man sieht, nicht mal die Hälfte an Schaden gemacht. Ich habe auswechseln müssen und genau das hat er gewusst, denn er hat Verfolgung. Macht mit Verfolgung mein Chillabell kaputt und die schöne Strategie zunichte, was ich mir mit diesem Ding zurechtgelegt habe. Aber egal, ich habe Phoenixes rausgeholt, aus dem Grund, damit er auswechseln muss. Und habe hier sozusagen einen sicheren Angriff über gehabt. Und ja, das hat mir auch nicht getaugt, dass Porygon jetzt auch den Zauberer hat. Hab Solarstrahl eingesetzt und Solarstrahl macht halt einfach mal Schaden. Durch Energiekraut wird es sofort eingesetzt und Porygon 2 ist aber speziell so stark in der Defensive, dass es halt wenig macht, ist gar nichts. Und er hat auch noch einen Ebolit gehabt. Der Ebolit verstärkt natürlich seine Spezialverteidigung. Zauberer habe ich ihn geklaut, dementsprechend hat jetzt der Flammenwurf mehr Schaden gemacht. Aber er klaut ihn mir zurück, weil er ja auch Zauberer hat. Gut, ja, ich mache wieder Flammenwurf, so hätten wir jetzt die ganze Zeit weitermachen können. Dieser Flammenwurf ist wieder schwächer, weil er wieder den Eboliten hat. Mir bringt der Ebolit gar nichts und er kann Genesung. Wunderschönes Pokémon, ich hasse es jetzt schon. Ja, Genesung, ich habe ausgewechselt, weil ich dachte, er greift an. Und bin auf meinen Baxi gegangen. Und er setzt wieder Genesung ein, dieses Drecksvieh. Ja gut, aber das ist nicht so wild, denn mein Baxi kann Kraftkoloss, was doch echt Schaden macht auf Normal-Pokémon. Aber er kann Donnerblitz. Juhu, geil. Ich liebe dieses Pokémon immer mehr, dieses scheiß Porygon. Nee, egal. Es hat mich nicht getötet, hat mein Wahlband geklaut. Dementsprechend mache ich natürlich jetzt weniger Schaden. Aber für Porygon 2 reicht es. In der physischen ist es jetzt nicht so gut. So, Angriff und Verteidigung sinkt von Baxi. Hat es natürlich, ja, es bringt mich in eine ganz schwere Situation. Soll ich Baxi drin lassen oder soll ich es auswechseln? Ich habe mich für das Auswechseln entschieden. Ich habe Angst gehabt, dass er wieder Verfolgung macht, aber hat er scheinbar nicht gemacht. Er wollte mit einer Step-Attacke, mit einer Prio-Attacke und einer Step-Attacke zusammen, wollte es wahrscheinlich ausschalten, ne? Hätte eigentlich wissen müssen, dass ich auswechsel, weil ich lasse meinen Baxi ganz sicher nicht gegen ein Stahl-Pokémon drin. So, er wechselt aus auf sein Donphan und ja, ich dachte mir, Donphan hier, der kann hundertprozentig Erdbeben, das macht nämlich richtig bösen Schaden auf meinem Shellum und habe erstmal Steine gelegt durch die Auswechslung. Konnte ich das natürlich machen, war ganz angenehm, hab dann ausgewechselt, weil ich mein Shellum jetzt nicht gegen das Donphan drin lassen wollte, das macht mich nämlich platt und habe Gengar eingesetzt aus der Hoffnung, dass er... Ja, ihr seht, was ich meine. Ich habe gedacht, er macht ein Erdbeben, hat Abschlag gemacht. Dementsprechend kriegt mein Gengar natürlich schon mal voll auf die Fresse. Und er kann auch Eissplitter. Damit ist Gengar mein zweites Pokémon, was ich mir auch super schöne Strategien damit ausgedacht habe. Vollkommen zunichte gemacht worden. So, jetzt habe ich Baxi wieder. Und er wechselt aus. Wahrscheinlich wieder auf Xerox. Ja, natürlich. War ziemlich vorhersehbar. Und ja, wird erstmal von spitzen Steinen getroffen. Ich habe Kaskade eingesetzt, weil es einfach am meisten Schaden gemacht hätte. Und ich kann jetzt sowieso auswählen, was ich möchte, weil mein Wahlband eh weg ist.
So, das Xerox überlebt das natürlich nicht. Das ist schön. Er schickt seinen Voltula rein und kriegt erstmal richtig Schaden von den spitzen Steinen. So, hab Bugs hier ausgewechselt. Hab mir jetzt gedacht, entweder Aquatempo oder... Naja, egal. Ich hab bin dann doch wieder auf meinen Viscogon, weil es in der Speziellen sehr gut ist. Gerade mit der Offensivweste. Er geht auf Voltwechsel. Und... dachte, weiß nicht, hat er sich vielleicht gedacht, dass ich es drin lasse, gegen ein definitiv schnelleres Voltula, was Step kann. Auf jeden Fall greift er hier mit Donphan an und wird erstmal von Spitzensteinen getroffen, die sofort weggeheilt werden, weil sie halt einfach mal gar keinen Schaden an ihm machen. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Wollte mein Viscogon nicht drin lassen, da es in der physischen Defensive nichts aushalten würde. Dementsprechend wieder auf Baxi. Er macht Turbodreher. Das war ganz okay, muss ich sagen. Und jetzt wusste ich, dass er auswechselt, weil er lässt es nicht gegen ein Wasser-Pokémon. Eine Kaskade hätte ihn definitiv getötet. Bringt Voltula raus und ich habe Knuddler eingesetzt. Und Knuddler tötet definitiv das Voltula. Das hält halt einfach nichts aus. Und der Fokusgurt war eh schon weg. Ich denke, er hat es mit Fokusgurt gespielt. Und da kommt mein Albtraum, Dragoran. Ja, in der ersten Runde schon mal ein Drachentanz. Wunderschön. Und ich muss mit Knuddler nachsetzen, ne? Und das tötet ihn halt einfach mal nicht. Das zieht ihm gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte ab. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Walband ausgesehen hätte. Wahrscheinlich auch da hätte er überlebt. Und er hat Schwächenschutz. Und dementsprechend wird sein Angriff noch stärker. Und jetzt wusste ich in dem Moment... ja, er kann durch mein Team jetzt einfach durchgehen. Er braucht keinen einzigen Drachentanz mehr, denn mit einem Drachentanz ist er höchstwahrscheinlich schneller als der Rest von meinem kompletten Team. Gengar wäre vielleicht das Einzige, was noch mithalten könnte. Wobei auch nur mit Glück. Das müsste ich mir erstmal ausrechnen, habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, aber da war mir ziemlich klar, er hat für jedes meiner Pokémon irgendeine Attacke. Shellum war noch da, wo ich gehofft habe, so vielleicht... hat er keine Feuerattacke und ich kann mit Gyroball ihm vielleicht ein bisschen Schaden machen, aber vergesst es, mit einer Feuerattacke und einem dreifach geboosteten Angriff ist es halt einfach mal echt abartig. So, ja, Phenexis ist auch langsamer. Das geht jetzt relativ schnell. Er hat bis auf Nummer sicher gegangen, hat eine Step, hat eine Prio 1 Attacke genommen und macht mit Turbo Tempo mein Phenex ein Ding gar aus. Und ja, gut gespielt, er hat sehr gut predicted. Sein Donphan hat mich dermaßen überrascht. Und ja, aber wir haben, glaube ich, alle seine Pokémon gesehen. Das finde ich schön. Und meine haben wir auch alle gesehen. Alle beim Sterben. Na gut, egal. Mittwoch kommt der nächste Kampf. Im Moment läuft die Auslosung für die nächste Woche. Also auch wieder zwei Leute. Macht mit, schaut auf Facebook bei mir vorbei. War trotzdem ein wirklich schöner Kampf, auch wenn ich nicht gut ausgesehen habe in diesem Kampf, muss ich sagen. Und... ja, sowas gehört auch dazu, Leute. Verlieren gehört definitiv dazu und das muss man können. Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen und wir sehen uns am Mittwoch. Vergesst nicht, jetzt ist die Abstimmung, die Auslosung bis Dienstag. Ne? Nicht vergessen. Nicht, dass ihr dann sagt, so, oh, ich hätte gerne mitmachen wollen. Nein, es geht nur bis Dienstag. So, Leute, bis dann. Ciao.